Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zur Sportarena. Heute melden wir uns aus Ums bei Völs. Und zwar haben wir zu Gast die beiden starken Kunstbahnrodlerinnen, Andrea Fötter, Juniorenweltmeisterin, und Sandra Robatscher, die ist Vize-Weltmeisterin bei den Juniorinnen. Wir haben ja eine starke Mannschaft. Aber bevor wir mit unseren beiden Gästen sprechen, schauen wir mal ganz kurz ein Porträt von ihnen an. Andrea Fötter aus Ums bei Völs und Sandra Robatscher aus Diers haben vieles gemeinsam. Beide sind 18 Jahre jung, beide kommen von der Naturbahn und beide waren bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi. Fötter und Robatscher standen außerdem vor einem Monat auch gemeinsam auf dem Podium der Juniorenweltmeisterschaft in Igels. Fötter gewann Gold, Robatscher Silber. Das war ihr bisher größter Erfolg, aber bei weitem nicht der einzige. Vor 6 Jahren gewann Robatscher bereits die Raiffeisen-Rennserie und die Vieljugendspiele auf Naturbahn in Oberperfus. 2010 wechselte sie auf die Kunstbahn. Im Vorjahr beendete sie den Gesamtweltcup der Juniorinnen auf den 2. Platz und kürte sich in Park City zur Juniorenmannschaftsweltmeisterin. Heuer musste sie sich bei der Junioren-WM in Igels nur Andrea Fötter geschlagen geben. Bei den Großen feierte sie vor einem Jahr ihr Weltcup-Debüt in Igels, wo sie nach dem ersten Lauf ganz überraschend auf Platz 8 lag, schließlich noch 12. wurde. In diesem Winter bestritt sie insgesamt 7 Weltcuprennen und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in Sotschi, wo sie Rang 22 belegte. Drei Plätze besser war in Russland Andrea Fötter. Auch sie ist auf der Naturbahn groß geworden. Ihren größten Erfolg feierte sie vor 4 Jahren bei der Juniorenweltmeisterschaft in Deutschnofen, als sie Bronze hinter Evelyn Landaler und Alexandra Obrist holte. Gleich darauf begann sie ihre Karriere auf der Kunstbahn. Bei den Olympischen Jugendspielen 2012 in Innsbruck wurde sie Sechste. Den definitiven Durchbruch schaffte sie in dieser Saison mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der Juniorenweltmeisterschaft, den 14. Platz bei der Europameisterschaft in Sigulda und der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Sotschi. Ja, Andrea Fötter, diese Saison ist ja jetzt abgeschlossen, aber trotzdem muss man sagen, es war eine hervorragende Saison. Ein Weltmeistertitel im Weltcup, sich so langsam etabliert, hast sehr viele Rennen bestritten. Jetzt haben wir sehr viele junge Nachwuchsathleten, die ja natürlich im Kunstbahnrodeln da auch für Schlagzeilen sorgen. Vor einigen Jahren hätte man das nicht gedacht. Jetzt das Ziel für die kommende Saison kann nur sein, vielleicht sich noch weiter zu verbessern und im Weltcup Fuß zu fassen, definitiv. Ja, ich habe eigentlich heuer schon im Sommer sehr viel trainiert. Nach meiner Schulterverletzung habe ich ordentlich trainieren gekannt, mich viel verbessern gekannt. Und durch die A-Mannschaft haben wir viel Erfahrung gesammelt. Und ja, also wir haben viel dazugelernt und wir werden das nächste richtig umsetzen und dann wird da sicher ein paar Platzierungen vielleicht besser laufen. Jetzt weiß man ja, nach Olympia, da lassen es meistens ein paar. Das heißt, die Konkurrenz wird ein bisschen weniger nach vor oben geschaut. Trotzdem, was kann ein Ziel sein, Top-10-Platzierungen? Mal sicher, die Junioren-WM in Lillehammer wird sicher ein großes Ziel wieder sein für uns zwei. Und ja, ich denke mal, bei den großen Weltcups schauen wir mal, wenn wir heuer trainieren, so wie löst sie, dann wird es sicher auch besser ausschauen. Ja, ihr seid ja noch ein Jahr Juniorinnen, könnt im nächsten Jahr also noch einmal bei der Weltmeisterschaft mitmachen, als Titelverteidiger oder als Vize-Weltmeisterin. Trotzdem glaube ich, dass in dieser Kategorie werdet ihr sonst nicht mehr viele Rennen bestreiten. Nein, also ich glaube, es ist noch nicht entschieden, aber ich denke mal, vielleicht werden wir heuer noch ein paar Rennen oder nächstes Jahr halt ein paar Rennen mit der A-Mannschaft mitfahren und ja, die Junioren werden wir sicher mit Junioren beschreiten. Sandra Robatscher, jetzt ist ja immer so ein bisschen ein Duell zwischen dir und der Andrea. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft hatte sie die Nase vorne, im Weltcup einige Male hast du die Nase vorne gehabt. Ist es eigentlich ein Vorteil, dass man eine Konkurrentin direkt in der eigenen Mannschaft hat? Ja, sicherlich. Sie pusht mir allem richtig Gas zu geben und irgendwie gesehen, sie ist die größte Konkurrenz überhaupt. Und ja, es freut mich richtig, dass wir da zusammen noch vorn kennen und ja. Würdest du sie als Freundin definieren? Seid ihr enge Freundinnen? Ja, also wir gehen miteinander zur Schule, sie ist auch mit mir in Heim und wir unternehmen ab und zu mal etwas miteinander, so wie Skifahren oder Shoppen. Und ja, ich ist eigentlich schon eine gute Freundin.
Jetzt bei den Damen sind wir ja nicht gar so verwendet gewesen in den letzten Jahren im Kunstbahnrodeln. Da war immer nur die Sandra Gasperini, die allein war. Jetzt seid ihr dazugekommen. Es kommt auch was nach von hinten. Also man muss sagen, wir können uns auf die Zukunft schon freuen. Ja, ich habe gesehen, die Jungen von der Gerda schaue ich ab und zu mal rein. Sie sind auch ziemlich stark schon. Und auch bei den Buben läuft es und wird sicher berg, wenn die alle gut nachkommen. Ja, die Gerda, das kann man vielleicht hinzufügen, das ist die Gerda Weißsteiner, die ist ja die Betreuerin bei den Jungen. Jetzt bei dir wurde ja sehr viel diskutiert, du bist sogar in den nationalen Gazetten auf den Schlagzeilen gewesen, weil ja deine Verwandtschaft mit den armen Zückerler immer da ist. Ist das eigentlich etwas, was für dich eine Last ist, oder bist du recht froh, dass du den Armen als Verwandten hast? Ja, man kann es Vorteil und es hat Vorteile und Nachteile. Die Vorteile sind sicherlich, dass ich einem Tipps holen kann, wenn ich gerade den brauche, aber er ist auch für die anderen zuständig und gibt ihm halt auch Tipps. Und der Nachteil ist sicherlich, dass viele sagen halt, ich müsste jetzt in seine Fußstapfen treten, und obwohl wir eigentlich nicht verwandt sind direkt, weil ich bin ja Robert schon der erste Zöckerler und dann bleibe ich auch dabei. Ja, also die Frau vom armen Zöckerler, das ist die Schwester von deinem Vater. Also das ist auch die Verwandtschaft, damit wir das auch geklärt haben. Der arme Zöckerler, das ist ja eine Rodellegende, wissen wir ja. 6 Medaillen bei 6 Olympischen Spielen. Das ist der einzige Athlet, der das geschafft hat. Und der wurde jetzt auch gefeiert zum x-ten Mal in seiner Heimatgemeinde Völlern. Und wir waren natürlich mit dabei. Ganz Völlern feierte Rodellegende Armin Zöckerler, der heuer trotz seiner 40 Jahren nicht nur die olympische Bronzemedaille in Sochi geholt hat, sondern auch Europameister wurde und den Gesamtweltcup auf Platz 2 beendete. Und so wie üblich in Südtirol kam er mit der Pferdekutsche, begleitet von seiner Frau Monika, seinem Sohn Thomas und Bürgermeister Harald Stauder. Ganz Völlern war in Feierstimmung, der Saal war wieder einmal pumpvoll. Für Musik sorgte die Bauernkapelle Völlern lautstark auf sich aufmerksam, machte auch der Fanclub mit seinen Schelden. Der Völlerner Ortsreferent Horst Magesin durfte viel Prominenz aus Politik, Gesellschaft und Sport begrüßen. Zusammen mit Bürgermeister Stauder überreichte Armin Zöckerler die Ehrenbürgerschaft von Lana. Es hat eine einstimmige Abstimmung gegeben im Gemeinderat. Das heißt, über alle Fraktionen, über alle politischen Meinungen hinweg haben alle gesagt, Armin ist ein würdiger Ehrenbürger. Also ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Die Grüße und Glückwünsche der Landesregierung überbrachte die neue Sportlandesrätin Martha Stocker. Ihn zu begegnen ist einfach ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil du nämlich, wenn du mit ihm zusammen bist, diese Konzentration spürst, die dieser Mensch, glaube ich, lebt. Und nachher gleichzeitig merkst du die Bodenständigkeit, die er sich beibehalten hat über die Jahre. Und nachher natürlich, wenn man eine solche Sportlerlaufbahn hinter sich hat, stärkt es natürlich auch eine Persönlichkeit. Und das spürst du einfach, wenn du ihm begegnest. Bei diesem gelungenen Empfang durfte Armin Zöckerler auch viele Geschenke entgegennehmen. Von Raiffeisen-Obmann Hans Delser, von Sabine Oberhollenzer, die mit der Marke Marlene seit Jahren Helmsponsor Zöckerlers ist, vom Vizepräsidenten des Völlerner Sportvereins Richard Duile und von Walter Oberhofer und Norbert Rier von Haflinger Pferdezuchtverband. Der Völlerner Ausnahmesportler freute sich sichtlich, über seine Zukunft wollte er sich aber noch nicht festlegen. Jetzt wirklich ein bisschen Abstand, ein bisschen Distanz auch zum Sport und um zu verstehen, wo es eigentlich die richtige Entscheidung ist. Und deswegen genehmige ich mir noch ein bisschen Zeit und möchte jetzt nichts überstürzen. Eine schwierige Entscheidung, auch für seine Kollegen in der Nationalmannschaft ist es nicht einfach, hier den richtigen Rat zu geben. Es ist schwierig zu sagen, weil ich meine, es ist schön, wenn man mit seinem Erfolg kann auch hören. Aber noch schaut man in die Zukunft, noch ist Sigulda, bauen wir es im Blick und ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch selber nicht, was ich tat, muss ich ganz ehrlich sagen. Sigulda hat natürlich ganz viele Erfolge hingefahren und auf der anderen Seite ist wieder jetzt in dem Moment auch hören, wo er heuer war, ist für Sportgröße wäre schon eine super Verabschiedung, vor allem zusammen. Ich persönlich, ich muss auch sagen, ich sage so, jetzt ist aus. Eher schon, weil ich muss 4 Jahre weiterfahren, dann wird er nicht mehr und mit einer Olympiamedaille auch hören, finde ich gut. Auch Sandra Gasperini scheint nach der langen Saison etwas rennmüde geworden zu sein. Denkt sie mit nur 24 Jahren vielleicht sogar an ein Karriereende? Ich will eigentlich nichts dazu sagen.
vielleicht sobald das Athletiktraining losgeht, vielleicht fällt es mir bis dann wieder. Schauen wir mal. Ja, Andrea Vetter, da haben wir so ein bisschen aus den Zeilen herauslesen können. Die Sandra Gasperini, die macht vielleicht gar nicht da weiter. Sandra Gasperini, Jahrgang 1990, also recht jung noch. Aber trotzdem, wisst ihr etwas Näheres? Wisst ihr, ob sie es lässt? Eigentlich von Simon Jano nicht gehört. Ich weiß es eigentlich nicht. Ne? Trotzdem, wie ist das? Sie als Teamkollegin, gibt sie euch Ratschläge? Sie kennt ja eigentlich alle Bahnen. Bei euch ist es ja so, ihr müsst noch einige Bahnen kennenlernen. Ist es ein Vorteil, wenn man jemanden in der Mannschaft hat, der einem ein bisschen Ratschläge geben kann? Ja, sicherlich. Weil sie startet ja vom gleichen Start wie mir. Und es ist fein, dass sie gibt uns halt auch ein paar Tipps, wenn wir mal nicht mehr weiter wissen oder die Kurve dann nicht so richtig funktioniert. Weil jetzt auch die Doppler fragen wir alle und ja, ist schon fein. Wäre das jetzt ein Traum von dir, mal in der Mannschaft ausstarten zu können? Man weiß ja, die Sandra Gasperini, die hat jetzt den Fixplatz gehabt im Team-Event. Das war halt vor allem die einzige Dame. Jetzt kommt ihr noch. Ja, ich sage mal, logisch, mal Teamstaffeln mit der Mannschaft zu starten, war sicher voll cool. Aber auch wie der Kurt gesagt hat, die schnellste gibt es schon vor die Teamstaffel. Und es hat den Salma wie ein Auge gepusht. Ja, dann schauen wir, ob im nächsten Jahr wer die schnellste Gitsche sein wird. Wir werden das natürlich gespannt verfolgen. Der Armin Zöckeler ist gefeiert worden in Völlern. Wir haben aber noch weitere sehr erfolgreiche Athleten, die ja bei Olympia auch Medaillen nach Hause gebracht haben. Eine davon, das ist Carolina Kostner, die Grödner Eisprinzessin. Die hat jetzt so einen Traum erfüllt und hat auch eine Olympiamedaille gewonnen. Und auch sie wurde natürlich in ihrer Heimatgemeinde gefeiert. Der Antoniusplatz war schon dicht bevölkert, als von der Geehrten noch keine Spur war. Die Dorfgemeinschaft von St. Ulrich, ganz Gröden und viele Gäste wollten der Ausnahmeathletin nach dem Gewinn der olympischen Bronzemedaille die Ehre erweisen. Eine Bronzemedaille, ein dritter Platz beim wichtigsten Wettbewerb in einer Sportlerkarriere. Sie fehlte noch in Carolina Kostners Titelsammlung und jetzt ist der Traum Wirklichkeit geworden. Ich habe immer gedacht, dass eine Olympiamedaille ist das Ziel. Wobei, als ich dann auf dem Podium stand und die Medaille um meinen Hals getragen habe zum ersten Mal, da ist mir klar geworden, dass eigentlich nicht das Gewinnen der Medaille das Ziel ist, sondern der ganze Weg dahin. Und ich bin so dankbar und ich fühle mich so privilegiert, so viele tolle Momente auch weg von den Scheinwerfern im Training zu Hause erlebt zu haben. Und die eigentlich immer von diesem Olympiatraum motiviert wurden. Und dieser Traum hat mich immer wieder motiviert, in der Früh aufzustehen, auch wenn ich müde bin und so. Und deswegen, ja, es klingt fast ein bisschen unglaublich für mich, weil ich doch sehr lange, 13 Jahre lang, darum gekämpft habe. Und deswegen ist diese Medaille für mich auf jeden Fall Gold wert. Viele haben mir während ihres Laufes in Sotschi die Daumen gedrückt. Und auch im Dorfzentrum des Grödner Hauptortes zeigen die Menschen Präsenz. Auf der traditionellen Kutsche wird der Star durch die Menge chauffiert. Die Fans begrüßen und bejubeln sie. Die Musikkapelle, die Skilehrer und die Kinder des Eisclub Gardena begleiten Carolina bis zur Bühne. Man spürt so richtig, dass sich die Dorfgemeinschaft für und mit Carolina Kostner freut. Ich glaube, diese Medaille bedeutet ganz besonders für Carolina, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ganz, ganz viel. Die letzten Weltmeisterschaften in Nizza dieses Jahr gewonnen hat, waren schon voller Emotion. Aber das ist ganz sicher ganz fantastisch, auch für Südtirol, denke ich. Und ich glaube, wir dürfen wirklich eine riesige Freude haben, dass es eine Carolina Kostner gibt. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass sie auch bei den Weltmeisterschaften sehr gut abschneiden. Unter den Ehrengästen sind natürlich auch Carolinas Eltern Patricia und Erwin Kostner. Als ehemaliger Eishockeyspieler und Olympionike in Sarajevo weiß der Vater ganz genau, was Olympische Spiele für einen jungen Sportler bedeuten und welche Gefühle diese wecken können. Viele träumen davon und wenige haben die Gelegenheit, da mitzumachen. Es ist immer eine sehr große, da braucht sehr viel Arbeit, sehr viel Ausdauer, sehr viel Mut auch. Und wenn man Niederlagen einstecken muss, wieder aufstehen und nochmal weiterlaufen. Und das zeichnet halt die großen Sportler aus. Und deswegen bei einer Olympiade dabei zu sein, ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Carolina
Als der Olympialauf von Carolina auf die große Leinwand projiziert wird, sind alle wieder ergriffen. Bei ihrem dritten Olympiaauftritt wirkte die Grödnerin locker und zufrieden. Und so ist auch ihre Vorstellung gelungen. Im Inneren hat es aber ganz anders ausgesehen. Ich muss ehrlich sagen, als ich den ersten Schritt aufs Eis gemacht habe, als mein Wettkampf dann stattfand, da hatte ich eine Riesenangst davor. Ich habe mir einfach nur dauernd gesagt, habe den Mut, jetzt noch die letzten Schritte zu machen und danach kannst du die Zeit genießen. Die Medaille ist natürlich auch ein super Erfolg für nicht nur mich, sondern auch für die ganzen Leute, die mir die ganzen Jahre unterstützt haben und an mich geglaubt haben. Deswegen ein Dankeschön an allen. Im Unterschied zu den Spielen in Turin und Vancouver, wo es für Carolina alles andere als gut gelaufen war, hat sie diesmal ihre Mutter Patricia nach Sochi begleitet. Denn die Athleten brauchen ihre Familien. Das Umfeld für alle Athleten muss die Familie stimmen, weil es gibt viele Situationen bei den Athleten, wo sie die Familie brauchen. Und ich habe es in Sochi noch besonders gemerkt, weil ich habe so viele Muttis von ganz Europa kennengelernt in der gleichen Situation wie ich. Und alle sind brave Muttis und die haben alle ein Herz für ihre Kinder und Kummer und Sorgen und haben den gleichen Stress während der Meisterschaft wie ich. Der Wettbewerb von Sochi ist ein Erfolg gewesen. Carolina hat die beste Bewertung ihrer Karriere erreicht, was die Bronzemedaille bedeutet hat. Das Ergebnis war aber umstritten. Es wurde von Schiebung zugunsten der russischen Siegerin Adelina Sotnikova gesprochen. Carolina Kostner schmeckt ihre Medaille aber trotzdem. Ich weiß, dass über unser Resultat sehr viel diskutiert wurde und ich finde das eigentlich sehr schade für unser Sport. Denn man würde sich immer wünschen, dass es fair gerichtet wird. Für mich, ich habe den besten Wettkampf meines Lebens gemacht und ich bin so zufrieden mit wie ich gelaufen bin, wie ich den Druck standhalten konnte und wie positive Emotionen ich einfach auch mit den Leuten, mit denen, die immer an mich geglaubt haben, jetzt teilen kann. Ich habe mir immer gewünscht, mit einem Lächeln zufrieden von einer Olympiade wieder nach Hause zu fahren und so ist es. Und ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Mit 5 Europameistertiteln, einem Weltmeistertitel und einer Olympiamedaille hat Carolina Kostner mit 27 Jahren alles gewonnen, was es im Eiskunstlauf zu gewinnen gibt. Ihre Karriere hat länger gedauert als bei vielen anderen und ein Platz in der Geschichte dieses Sports ist ihr sicher. Und nun? Das fragen sich wohl alle. Dann weiß ich eigentlich selber nicht genau, was mich erwartet. Mal sehen. Vom 24. bis 30. März stehen im japanischen Saitama die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften an, bei denen die Athletin aus St. Ulrich ihren zweiten Platz vom Vorjahr verteidigen will. Und dann wird man wohl erfahren, ob es der letzte große Wettkampf von Carolina Kostner war. Ja, der Bericht war von Diego Clara. Die Grönerin Carolina Kostner also erfolgreich bei Olympia in Sochi. Ein weiterer Gröner wird jetzt bei den Paralympics starten. Er ist ja vor 2 Tagen abgeflogen aus Mailand und zwar mit der Sledge-Hockey-Mannschaft wird er an diesen Spielen teilnehmen. Insgesamt sind ja 8 Südtiroler heuer mit dabei. Am Freitag fällt in Sochi der Startschuss zur 11. Auflage der Paralympics. Mit dabei sind 575 Athleten aus insgesamt 45 Ländern, darunter auch 8 Südtiroler. Die Winterspiele der körperbehinderten Sportler dauern bis zum 16. März. Die 5 heimischen Sledgehockeyspieler Florian Planka, Werner Winkler, Rupert Canestrin sowie die 16-jährige Christoph de Pauli und Nils Lach haben ihren ersten Auftritt bereits am Samstag gegen die USA. In der Vorrunde treffen sie außerdem auf Gastgeber Russland und Korea. Vor 4 Jahren in Vancouver belegte Italien Rang 7. Die ersten 3 Mal war ich allein als Skifahrer dabei. Diesmal wieder mit dem Sledgehockey, meine zweite Teilnahme. Wir sind gut drauf, wir haben gut trainiert. Wir sind
eigentlich eine starke Mannschaft. Logisch haben wir auch starke Gegner in unserer Gruppe mit USA und Russland und Korea. Leider zwar gehen wir noch weiter bis zu den Medaillen, aber mit ein bisschen Glück könnte es uns gut gehen und deswegen bin ich schon ganz zuversichtlich. Neben den Sledge-Hockeyspielern nehmen auch die alpinen Skifahrer Christian Landtal und Hans-Jörg Lantschner sowie Langläufer Roland Rueb an den Paralympics teil. Zum alpinen Skisport. Am Wattles, da hätte ja am vergangenen Freitag ein Super-G, oder besser gesagt zwei Super-G des Marlene-Cups stattfinden sollen. Nebel hat aber eine Durchführung unmöglich gemacht. Das Rennen wurde halbstündig dauernd verschoben. Am Ende musste es dann doch noch abgesagt werden. Jetzt soll es übermorgen am Samstag nachgeholt werden. Rund 150 Teilnehmer werden ja dort erwartet. Wir haben dann ein anderes Rennen hergenommen, und zwar die U16-Landesmeisterschaft im Riesentorlauf. Die hat in Rzeszów stattgefunden. Wir waren mit dabei. Hannes Gröss berichtet. Lange Zeit schien es in Rzeszów bei den U16-Landesmeisterschaften im Riesentorlauf so, als würde das Rennen aufgrund des dichten Nebels abgesagt werden müssen. Doch die Athleten, die Betreuer und allen voran die Veranstalter übten sich in Geduld. Am Ende konnte das Rennen, trotz einiger Verschiebungen der Altersklasse Zöglinge, doch durchgeführt werden. Zwar nur in einem einzigen Durchgang, aber immerhin stehen sie fest, die neuen Landesmeister im Riesentorlauf. In der Früh leider war das Wetter nicht so gut. Es hat der Nebel uns wirklich sehr lange warten lassen. Aber die Geduld hat sich gelohnt. Also wir haben dann das Rennen trotzdem starten können. Schlussendlich musste dann die Jury entscheiden, eben nur einen Lauf zu werten. Aber ich denke, der eine Lauf ist dann wirklich bei fairen Bedingungen über die Bühne gegangen und somit, glaube ich, hat es heute zwei ganz gute und faire Landesmeister gegeben. Also die Besten haben sicher gewonnen und haben die Möglichkeit gehabt, sich entsprechend zu zeigen. Bei den Burschen setzte sich der Grödner Alex Finazzo durch. Er verwies Andrea Pedevilla um fast eine Sekunde auf den zweiten Platz. Bronze ging an Lokalmatador Damian Hofer. Der Rednauner war 1,35 Sekunden langsamer als Finazzo. Es ist halt schon wie ein Schwach gewesen, dass sie es einfach verschoben haben. Aber mich hat es nicht recht draußen gebracht und ich bin froh, dass ich gut gefahren bin und fast auch froh, dass es zwar einen Durchgang gegeben hat. Für Finazzo war es bereits der zweite Landesmeistertitel in diesem Jahr. Vor kurzem hatte er sich auch im Super-G durchgesetzt. In Kürze werden auch die Südtiroler Champions im Slalom gekürt. Greift der Grödner Skier nach dem Triple? Ich hoffe schon, im Slalom bin ich momentan gut in Form, besser wie in Riesen. Aber ich bin froh, dass ich Heinz Renn gewonnen habe. Ich habe mir nicht so viel vorgestellt. Bei den jungen Damen kam sah und siegte nach einer längeren Verletzungspause die Bozenerin Marika Zabini. Sie verwies Elisa Platino vom SC Meran und die Grödnerin Julia Demetz auf die Plätze. Es war einfach volle Skien, weil ich immer ein bisschen Angst gehabt habe, dass ich jetzt wieder eher von neu anfangen muss. Das hat mich jetzt auch voll aufgemuntert und ich hoffe, es geht auch so gut weiter. Eigentlich ist Marika Zabini im Slalom noch stärker einzuschätzen als im Riesentorlauf. Trotzdem ist der Gewinn des Landesmeistertitels im Riesentorlauf eine Bestätigung ihrer tollen Form. Ich habe es noch nicht ganz gedacht, dass das so ausschauen kann. Aber da ich gewusst habe, dass ich auch im Riesentorlauf nicht so letztrunk bin, überrascht es mich schon ein bisschen. Aber ja, es ist einfach voll cool. Auch die zunächst widrigen Wetterbedingungen und die ständigen Zeitverschiebungen brachten die Landesmeisterin nicht aus dem Konzept. Es war schon eher schwierig, aber es war ein extrem bäriger Lauf und deswegen hat es, glaube ich, auch so gut geklappt. Neben der Slalom-Landesmeisterschaft, die am Wochenende am Klausberg im Ahrntal über die Bühne gehen wird, ist die 53. Ausgabe des Trofeo Topolino in Folgaria am 14. und 15. März noch ein großes Saisonziel der unter 16-jährigen Skirennläufer. Ich hoffe, ich mache gute Rennen und in die ersten von den 91er will ich auch probieren, reinzukommen, aber es wird schon auch schwer sein, gut zu fahren und mitzuhalten. Bleibt den Südtiroler Nachwuchsrennläufern nur zu wünschen, dass sie auch bei diesem Rennen mit internationaler Besetzung an ihre Leistungsgrenze gehen
und über eine Spitzenposition jubeln können. Ja, nach langer Zeit hat wieder einmal eine Bootsrin, also eine Skifahrerin der Stadt, den Titel geholt. Wir kommen wieder zu unseren beiden Gästen, Andrea Vötter, Junioren-Weltmeisterin bei den Kunstbahnrodlerinnen, und Sandra Robatscher, Vize-Weltmeisterin, musste sich nur der Andrea geschlagen geben. Jetzt weiß man ja, bei den Rodlerinnen und bei den Rodlern ist das leidige Problem, wir haben keine eigene Anlage. Früher hat man können in Cesana trainieren, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Man muss jetzt immer ausweichen, einmal Eagles, einmal geht es sogar noch weiter bis Lillehammer und so weiter. Ist das nicht schwierig? Bräuchte es nicht da mal irgendeine Möglichkeit, dass man auch zu Hause trainieren kann? Ja, es war sicherlich ein großer Vorteil für uns, wenn wir ein eigenes Haus bauen hätten. Dann braucht man nicht, noch, durch Sport hat man auch viel Geld. Bei mir müssen wir da hinfahren, wo gerade die Rennen sind. Und ja. Ist es streng, wenn man allem so weit fahren muss, damit man überhaupt trainieren kann? Wie oft trainiert ihr zum Beispiel in der Woche? Wir haben verschiedene Athletiktraining, wie von Kraftraum bis zum Sportplatztraining. Und die Reise zu den Rennen ist schon einem anspruchsvoll, also streng für mich halt. Und ja. Ja, nachher hoffentlich wird es bald eine Lösung geben. Herr Vötter, jetzt weiß man ja, jetzt habt ihr bei Olympischen Winterspielen teilgenommen. Das erste Mal ist immer sehr schwierig. Jetzt das nächste Mal in 4 Jahren in Korea, da wird man von euch mehr erwarten. Ist das auch das große Ziel von euch, dass man sagt, jetzt machen wir diesen olympischen Zyklus und schauen wir, dass wir vielleicht bei Olympia dann richtig zuschlagen können? Ja, also wir haben heuer mal gekannt in Sochi, ein bisschen Erfahrung sammeln, das ganze Niveau drum und dran, mal alles wie ein Unschauen. Und ja, unser Ziel ist sicher mal in 4 Jahren in Südkorea da mitzufahren. Und wir arbeiten sicher ganz fest daran, dass es sicher auch eine gute Platzierung ausschaut. Was ist dir geblieben von Olympia? Man weiß ja, sportlich ist eine Sache, aber es ist immer wieder Gelegenheit, auch andere Athleten und Athletinnen kennenzulernen. Was hat dir besonders gefallen? Ja, ich und die Sandra haben eigentlich alle Zeit genutzt, die ganzen Anlagen da mal anzuschauen, von Slopestyle bis Skifahren, Freestyle. Und ja, wir haben da, glaube ich, mit ganz anderen Augen angeschaut, dass wir vielleicht andere, was schon öfter senden waren. Und uns hat das da alles voll gut gefallen und sie haben das auch richtig gut organisiert. Ja, man merkt natürlich, seit jung, da gefallen euch die Freestyle-Sportarten und so, das ist auch ganz klar. Hast du auch Freundschaften geschlossen? Sind die auch geblieben? Bist du noch in Kontakt mit Athleten anderer Nationen? Ja, ich habe sicher viele, so Berühmtheiten habe ich auch viele gesehen. Da bin ich richtig erstaunt gewesen, dass die alle so nett sind. Weil man sagt ja, die was so allem gewinnen, sind eher so, stehen nicht mehr ganz auf dem Boden. Und ja, Freundschaften habe ich angeschlossen und schaue ich mal, ob wir noch in Kontakt bleiben. Ja, da freuen wir uns natürlich mit unseren beiden Kunstbahnrodlerinnen, dass sie jetzt auch die Prominenz der Athleten kennen. Wir wünschen ihnen natürlich alles, alles Gute in der kommenden Saison. Hoffen, dass sie weiter diese Fortschritte machen und dann können wir uns natürlich auf einiges noch freuen. Wir bedanken uns selbstverständlich auch fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.